Okay. Da ich ja da oben an der Decke ein Portal habe, kann ich einfach hier eins hinsetzen und fall dann da oben raus. Oh, guck mal, jetzt kann ich mir selber beim Laufen zugucken. Ich kann mir selbst in den Ausschnitt gucken. Geil. Ich hab voll die geilen Titten, Junge. Oh. Kann ich da durch? Was gibt's denn hier Schönes? Hier gibt es nichts. Nichts von Bedeutung. Diese Testkammern sind auch so cool. Ich glaube, die haben die nur gebaut, um diese Kanone zu testen, ne? Das ist ja auch... Wird das Weltraumzentrum mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Oh Gott. Da hinten ist ein oranges Portal, das heißt, wenn ich mich jetzt hier reinfallen lasse. Jawohl, komme ich hier draußen raus. Okay. Jetzt wird schon aufwendiger. Ja, was muss ich machen? Ich brauche auf jeden Fall einen Würfel, um die Treppe zu aktivieren. Das bedeutet... ich muss mir erstmal einen Würfel beschaffen. Und ich bekomme einen Würfel hier vorne, so wie es aussieht. Ich muss also diese Leitung hier aktivieren. Achso, ja klar, wenn ich hier ein Portal draufsetze, fällt der Würfel durch das Portal. Wenn ich ihn aktiviere, dann muss ich ihn nur noch auffangen. Ja, da habe ich ihn. So. Die Treppen fahren sich aus, ich gehe hoch. Total einfach. Jetzt kann ich allerdings nicht rausgehen, weil... ich den Würfel brauche. Ja, super. Okay. Was macht der Knopf? Ich muss das gleich einfach nochmal machen. Ich setze hier ein Portal drauf. Ja. Mein Gott, bin ich clever. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Die haben es ja echt viel Mühe gemacht, um mich noch zu unterstützen, selbst wenn das ganze Testen gar keinen Sinn mehr macht. Aber dieses ganze Spiel ist auf Sinnlosigkeit ausgelegt. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihnen Gott. Okay, was muss ich machen? Ach, dieses Springen durch Portale, alles klar. Ich benutze das Portal quasi, um mich fortzubewegen. Jetzt nehme ich den Würfel einfach mal mit. Ne, zuerst mache ich das Portal. Und dann springe ich da rein, Junge. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Okay. Ich würde sagen, einfach dasselbe nochmal. Nur, dass ich diesmal in das orangene Portal unten reinspringen muss. Ja, cool. Das war ja gar nicht so schwer. Ich muss da hinten rein, das heißt...
So, jetzt muss ich mich von da ganz oben katapultieren lassen. So. Das müsste passen, ne? Gehe ich mal von aus. Zuerst lasse ich mich da oben drauf fallen. Weil ich nämlich von hier aus eine höhere Fallgeschwindigkeit erreichen kann, glaube ich, oder? Ja. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stand zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Dieser Charme von diesem Roboter, beziehungsweise von diesen Aufnahmen, ist wirklich unvergleichlich. Der wird bestimmt bald eine Frau finden. Mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Hey, Kuckuck, ich bin hier oben. Hey, super, du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wider Erwarten doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang auf! Au. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Nein. Okay, dreh dich wieder um. Bam, Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Heb mich hoch und dann raus hier. Und los geht's. Keine Schiene. Soll ich mal hier drüber fallen lassen? Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Oh, scheiße. Ich liebe dieses Spiel. Das ist genau mein Humor. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Wir gehen da rein. Oh, doch, 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 doch. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß, ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Ich habe diesen Roboter zerstört aus Teil 1. Die Maschine, die alles kontrolliert. Doch, ich muss hier drauf gehen. Ich muss es tun. Okay, die Treppe runter. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit.
Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Oh, hier wird's aber dunkel. Ah, entschuldige. Am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Ach du Scheiße. Du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay. Oh, fuck. Ruhig. Alles Paletti. Ich hab's. Jetzt wird's langsam. Mach einfach alle Hebel an. Nein, wird noch schneller. Oh, oh. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können Scheiße. Sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort, das kann ich hacken. Kein Problem, wollen mal sehen. Nein, gut. C. Nein, warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo? Oh. Du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Ah. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Was mir noch leidtun wird. Wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe. Du Monster. Oh, du Scheiße. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Ach, Kacke. Oh, Errungenschaft erzielt oder freigeschaltet oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir im Arsch. Gerade eben noch mühevoll zerstört, jetzt wiederbelebt, werde ich wieder zum Testen gezwungen. Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Oh nein, das arme Viech wird das jetzt zerstört. Komm, ich rette den. Nee, ich töte ihn. Wie assi von mir. Da ist sie. Warte. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Natürlich. Jetzt kann Nach sie mich wieder fröhlich. Das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Da freut sie sich schon drauf, ja. Lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn.